Tauchen Sie ein in die Faszination von Warner Brothers Movie World. Erleben Sie spektakuläre Action, prickelndes Entertainment und den grenzenlosen Spaß Ihrer Lieblings-Hollywood-Filme live. Hollywood in Action bei Warner Brothers Movie World in Bottrop-Kirchhellen. Heute werden wir uns anlässlich des diesjährigen 25-jährigen Jubiläums noch einmal mit den Relikten aus vergangenen Zeiten im Moviepark Germany beschäftigen. Weiter geht es dann bald, wie von euch gewünscht, mit den Relikten im Hansapark, im Europapark und im Holidaypark. Weitere Vorschläge gerne in die Kommentare. Falls ihr die anderen beiden Teile noch nicht gesehen haben solltet, findet ihr die Videos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch die übergreifende Playlist mit allen Videos dieses Formats aus dem Moviepark, dem Phantasialand und dem Heidepark. Jetzt aber zu diesem Video, viel Spaß! Der Moviepark Germany in Bottrop-Kirchhellen wurde 1996 als Warner Brothers Movie World Germany eröffnet. Die Besucher konnten ihre Lieblingscharaktere aus bekannten Blockbustern wie Batman und Serienklassikern wie Looney Tunes live treffen und eine große Auswahl an Fahrgeschäften für alle Altersklassen erleben. 1999 wurde der Park von der amerikanischen Premier Parks bzw. später Six Flags Gruppe übernommen. Der Betreiberwechsel änderte für die Besucher zunächst nichts und der Betrieb lief wie gewohnt weiter. Außerdem entstanden unter Six Flags mit Wild Wild West, der ersten Holzachterbahn Deutschlands, und dem Vekoma SLC Eraser zwei große Achterbahnen. Im April 2004 verkaufte Six Flags seine europäischen Parks an Palamon Capital Partners, welche die alte Gruppe unter dem neuen Namen Star Parks weiterführte. Im Zuge dessen wurde der Park im Jahr 2005 in Moviepark Germany umbenannt. Die alten Looney Tunes und DC Comics Lizenzen wurden zum Teil durch Lizenzen von Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, 20th Century Fox und Nickelodeon ersetzt, was zur Folge hatte, dass auch viele der Attraktionen ein neues Thema erhielten und innerhalb kürzester Zeit umgestaltet werden mussten. Der Simulator Batmans Abenteuer wurde zu Time Riders, das Bermuda-Dreieck zu Bermuda Triangle Alien Encounter, heute Area 51 Top Secret, der Huss-Frisbee Blazing Saddles wurde in Sidekick umbenannt, Coyote and Roadrunners Achterbahn wurde zum Rocket Rider Rollercoaster, heute Backyardigans Mission to Mars, der Eraser wurde zu FX, heute MP Express bzw. Lucky Luke The Ride, Lethal Weapon Pursuit zu Cop Car Chase, aus Looney Tunes Adventure wurde Ice Age Adventure, der Looney Tunes Teacup Ride wurde zum Dishwasher, heute Fairy World Spin, Riddler's Revenge zum NIC Transformer, aus The Wild Bunch wurde The High Fall, Tom and Jerry's Mouse in the House wurde zu Mad Manor, heute SpongeBob Ghost Chasers, die unendliche Geschichte wurde durch den Mystery River ersetzt, heute Excalibur Secrets of the Dark Forest, und aus Wild Wild West wurde Bandit. Ein paar kleine Attraktionen sowie der Dark Ride Gremlins Invasion wurden dauerhaft geschlossen. Die übrigen Fahrgeschäfte konnten ihren Namen beibehalten, da sie nicht von Lizenzen betroffen waren. Einige dieser Attraktionen haben wir bereits in den vergangenen Videos angesprochen. Das waren aber natürlich noch längst nicht alle und deshalb machen wir da auch direkt weiter. Zwei Jahre nach der Neueröffnung wurden zwei recht interessante Attraktionen geschlossen, die wir uns nun einmal genauer anschauen werden. Eine davon war Josie's Bathhouse. Es handelte sich hierbei sozusagen um einen kompakten Breakdancer, der im Jahr 2000 im Old Western Bereich neben dem El Sombrero Imbiss eröffnet wurde. Der seltene Fahrgeschäftstyp von Huss namens Rodeo oder auch Breakdancer 4 war eine abgespeckte und ausschließlich stationäre Breakdancer Version mit nur 4 Gondelkreuzen. Neben dem recht unspektakulären Fahrprogramm sorgte auch der abgeschiedene Standort für eine geringe Beachtung bei den Besuchern. Daher wurde die Attraktion nachvollziehbarerweise zur Saison 2008 geschlossen und vollständig abgebaut. Bei einem kurzen Blick über die Holzzaunumrandung am ehemaligen Standort sind die zugeschütteten Betoneinlassungen noch zu erkennen. Außerdem hängt an der Seite einer angrenzenden Holzfassade noch ein Schild der Attraktion. Während des alljährlichen Halloween Horror Festivals im Moviepark wird die Fläche übrigens zum Teil als Wartebereich für die Maze Campout
bzw. seit diesem Jahr Fear Forest genutzt. Eine weitere der Halloween-Attraktionen ist der interaktive Walkthrough Secrets of St. Elmo. Der Wartebereich führt durch das Studio 7, das sich in direkter Nähe zum ehemaligen Standort des Breakdancers, demnach auch im Western-Bereich befindet. Um zur Attraktion zu gelangen, müsst ihr, oder wohl eher dürft ihr, die Halle betreten und am Rande der im Inneren befindlichen Bühne entlang gehen. Die wiederum stammt sozusagen noch aus Warner Brothers Zeiten. Bis einschließlich 2005 gab es in dieser Location wohl eine Entertainment-Show namens Wild West Screen Test Action Show zu sehen. Mehr konnte ich leider hierüber nicht herausfinden. Nach einer langen Pause startete 2010 dann die X-Men Revenge The Ultimate Action Show im Studio 7. Die Show war eine der aufwendigsten Shows in der Geschichte des Parks, was auch die hohen Investitionskosten von ca. 1 Million Euro erklärt. Das Besondere war die einzigartige und sehr aufwendig gestaltete Kulisse und die Einbindung der Zuschauer in die Handlung der Show. Sowohl die Darsteller und Artisten als auch das Bühnensetting kamen von Myridge Entertainments aus den USA. Dort wurden die Kulissen auch gebaut und dann in Einzelteilen eingeflogen. Nach dem Erfolg der 2011 eröffneten Indoor-Achterbahn Van Helsing's Factory entschied man sich dazu, eine neue Show zum Van Helsing-Thema zu kreieren und damit die X-Men-Show zu ersetzen. An der Außenwand ist aber immer noch ein ausgeblichener Teil des Schriftzugs The Ultimate Action Show zu erkennen. 2012 startete dann Shadows of Darkness – The Van Helsing Show. Die Kulisse wurde nahezu 1:1 übernommen, allerdings wurde die Show zusätzlich mit spektakulären Pyro-Effekten und einem eigenen IMAscore-Soundtrack ausgestattet. Bis Ende der Saison 2014 lief die Show mindestens einmal täglich. Seit 2015 wird die Bühne leider aber nur noch gelegentlich für Sondervorstellungen genutzt, wie beispielsweise zuletzt für den XXL Tuber Day 2018. Die tolle Stadtkulisse steht aber immer noch. Kleiner Funfact: In der zweiten Pre-Show der neuen Moviepark Studio Tour ist die Kulisse ebenfalls vertreten. Regisseur Steven Frillberg stellt sich den Besuchern in einem kurzen Infofilm vor. Im Hintergrund sind deutlich die Gebäude der Van Helsing bzw. X-Men Show zu erkennen. Um den Bogen wieder an unseren Einstiegspunkt zu spannen, die zweite der vorhin angesprochenen Attraktionen, die 2007 geschlossen wurden, ist die Studio Tour. Ja, ihr habt richtig gehört, allerdings meine ich damit selbstverständlich nicht die diesjährige Neuheit, dazu kommen wir später nochmal, sondern sozusagen den Vorgänger und die Inspirationsquelle der neuen Studio-Tour-Achterbahn. Die Film-Studio-Tour war eine klassische Studio-Tram-Fahrt, wie man sie aus vielen Filmfreizeitparks, wie zum Beispiel auch den Universal Studios Hollywood kennt. Während der Fahrt gab es einige Filmrequisiten und die Studios, die sich im hinteren Bereich des Parks befinden, zu sehen. Ja, tatsächlich gab bzw. gibt es auch heute noch echte Filmstudios im Moviepark, in denen früher einmal Szenen für Filme und Serien gedreht wurden. Die Besucher der Warner Brothers Movie World Germany sollten mit Filmstars auf Tuchfühlung gehen und live beim Filmdreh zusehen können. Dafür wurden aus Lagerhallen funktionale Filmstudios, in denen, Zitat, eine ganze Reihe von namenhaften Produktionsgesellschaften vor Ort produzieren sollten. Auch nach der großen Movie World zu Movie Park Wende 2004-2005 wurden die Studios genutzt, wenn auch über die folgenden Jahre immer weniger. Die letzte offiziell bekannte Nutzung war für eine Folge der deutschen Actionserie Alarm für Cobra 11. Dort wurde das im Boden eingelassene Wasserbecken in Studio 4 für eine Unterwasserrettung aus einem Auto genutzt. Mittlerweile werden die Studios überwiegend als Lagerfläche und Werkstatt genutzt. Außerdem befindet sich in einer der Hallen seit 2019 die Halloween Maze Project Ningyo. Leider gibt es sonst relativ wenig Informationen über die genaue Nutzung der Studios zu finden, daher zurück zur Filmstudio-Tour. 2007 wurde die Rundfahrt geschlossen. Noch heute sind jedoch an einigen Stellen Überbleibsel der Tour zu entdecken. Das fängt schon bei der ehemaligen Fahrstrecke allgemein an, denn diese ist von einigen Stellen im Park aus noch deutlich zu erkennen, dazu zählt zum Beispiel der Anstellbereich vom MP-Express. Der Eingang befand sich gleich neben dem Eingang zum Bermuda-Dreieck, an der Stelle, wo sich heute der Gästeservice befindet. Auch der Ausgang der Attraktion ist noch deutlich zu erkennen. Die Station befand sich hier und befindet sich auch heute noch direkt hinter der Mauer, mittlerweile aber mit geschlossenen Seiten und schwarz gestrichenen Wänden auf der Star Trek-Seite. Gleich neben der Filmstudio-Tour befand sich noch eine weitere Attraktion mit Behind-the-Scenes-Thema, von der einige von euch vielleicht noch gar nichts wussten. Movie Magic, später Movie Magic Voyages to Mars, war eine Show, die sich zwischen 1996 und 2010 im Inneren der heutigen Lost Temple Halle befand. Das Ganze war ein interaktives Erlebnis, bei dem die Besucher etwas über die verschiedenen Schritte bei der Entstehung eines Hollywood-Blockbusters lernen konnten und ab 2005 bei Voyages to Mars selbst in einem Kinotrailer mitspielen konnten, den sie am Ende der Show auch als DVD erwerben konnten. Während zu Warner Brothers Zeiten noch 4 Szenen aus bekannten Filmen nachgestellt wurden, das Boot, Lethal Weapon und Superman, und der Fokus eher auf der Erklärung der einzelnen Produktionsschritte lag, ging es in der neuen Version ab 2005
primär um die Story, die erzählt werden sollte. Jetzt gab es auch nur noch 3 Sets, eine Pressekonferenz, ein Kontrollzentrum und ein Raumschiff. 2010 wurde Movie Magic aufgrund eines geringen Besucherandrangs dauerhaft geschlossen. Wo wir schon bei Filmstudios und Studiotouren sind, machen wir direkt weiter mit einer großen Ansammlung an Relikten in der diesjährigen Neuheit des Movieparks, der Moviepark Studiotour. Schon mit der Ankündigung des Themas der neuen Achterbahn gab der Park bekannt, dass sich die Fans auf eine große Menge an Easter Eggs und Erinnerungsstücken aus der Vergangenheit des Freizeitparks freuen dürfen, die es während der Fahrt zu entdecken gibt. Das beginnt natürlich auch schon mit dem Thema der Bahn, sowie den Zügen im Studio Tramlook. Weiter geht's im Wartebereich der Moviepark Studios. Im Außenabschnitt stehen auf dem Parkplatz vor der Halle 2 Autos, die uns zum Standort von Star Trek Operation Enterprise bzw. dem Federation Plaza führen. An der Stelle des Themenbereichs konnte man bis 2015 durch den fiktiven Marienhof, das Setting der gleichnamigen deutschen TV-Soap, laufen und zwischen 1996 und 2004 mit dem Intamin Dwelling Looping Coaster Lethal Weapon Pursuit bzw. zwischen 2004 und 2006 Cop Car Chase fahren. Hier im Marienhof standen die beiden Autos an wechselnden Stellen am Wegesrand. Außerdem befand sich in diesem Bereich bis 2013 auch das Filmmuseum, ab 2006 MGM Hollywood Filmmuseum, in dem die Besucher historische Filmplakate und Filmgeräte, ein interaktives Vertonungsstudio und viele Originalrequisiten, zum Beispiel aus Star Wars, Blade Runner, Indiana Jones, Spider-Man oder aus der Rückkehr der Mumie begutachten konnten. Darüber hinaus gab es auch ein paar nachgebaute Filmszenen, wie beispielsweise den Boxring aus Rocky, oder eine Kulisse aus Stargate, die als Fotospots fungierten. Für die große Star Trek-Neuheit wurde der Bereich überarbeitet, behielt aber weiterhin seine Grundstruktur. Das ist bei der Ansicht von oben auch nicht zu übersehen. So wurden die einzelnen Fassaden nur mit neuen Farben und Star Trek-Design-Elementen versehen. Das ist zum Beispiel auch deutlich an den kleinen Spitzdächern und den Balkonen zu erkennen, die nicht so ganz in die Star Trek-Welt passen. Das Gebäude des Filmmuseums, welches ganz am Rande bemerkt das älteste Gebäude im Park ist und wohl noch aus der Zeit des Traumlandparks, des Vorgängers des Movieparks stammt, wird heute für den Wartebereich von Star Trek genutzt. Daher befindet sich der Eingang der Achterbahn auch an der gleichen Stelle wie damals der des Filmmuseums. Das war's für heute auch schon wieder mit den Relikten aus vergangenen Zeiten im Moviepark Germany. Aber gute Nachrichten, der nächste und letzte Teil inklusive vieler weiterer Relikte aus den Moviepark Studios folgt bereits in Kürze. Um den dann auf gar keinen Fall zu verpassen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Damit bis zum nächsten Video und ciao!